Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play TerraTech. Ja Leute, mal weiter an dieser Stelle. Ich habe mir jetzt wirklich sehr viel Gedanken gemacht, wie wir das jetzt am besten anstellen könnten. Und ich werde das wirklich jetzt versuchen so umzusetzen, wie ich auch letzte Folge erzählt habe. Soll heißen, wir werden jetzt aus diesem Roboter hier, ich habe auch schon jetzt ein bisschen den noch optimiert, also was ist optimiert aus den Teilen, die ich hatte, habe ich ihn jetzt mal noch ein bisschen runtergebaut. Mit dem Roboter hier werde ich jetzt mal ganz schnell einen Sammelroboter draus machen. Das heißt, wir müssen mal noch ein paar solche Magneten herstellen. Und wenn wir das dann haben, werden wir Step by Step dann die Rohstoffe sammeln und dann auch immer schon die Teile herstellen, dass wir so einen schnellen Flugroboter bauen können. Aus diesen bunten Teilen und aus Flügeln. Und vor allem auch aus diesen Reifen hier, ne? Wovon wir ja nur noch einen Reifen haben. Das ist jetzt erstmal irgendwie das Ziel und ich muss mal gucken. Also ich werde das auch dann so versuchen, den so zu bauen, dass wir zwar erst mit diesen Reifen hier arbeiten werden, aber dass wir auch dann mit diesen Hover-Teilen irgendwie mal arbeiten können. Also notfalls dann irgendwie ersetzen oder so, ne? Dass wir das alles mal ein bisschen ausprobieren können. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Jo, wir wollen jetzt aber erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen Magneten hier ranbekommen, dass wir jetzt gleich ein bisschen effektiver Rohstoffe sammeln können und wir nicht tausendmal hin und her fahren müssen. Alter, das sieht aber auch gefährlich aus hier. Schon wieder so ein Roboter, der mich hypnotisieren möchte. So gut, Leute. Lass einfach mal losfahren. Wir müssen jetzt erstmal Smaragde sammeln und dieses Ala-Zeug. Und ja, ich habe den echt super gebaut. Ich weiß, ich hatte den Schwerpunkt, der ist nicht so super verteilt. Aber es geht jetzt erstmal nicht anders. Ich muss dann vielleicht noch ein bisschen rummodeln. Smaragde und Alamantia brauchen wir, damit wir diese Magneten herstellen können. Ich glaube, da vorne haben wir so Ala-Zeug. Das können wir ja schon mal mitnehmen. Auf jeden Fall ist er schön schnell. Ne, also der Gute. Und das mit den Reifen ist scheiße, Mann. Habe ich das jetzt wirklich hinbekommen? Nee, ich wollte schon sagen, wir haben wirklich vier verschiedene Reifen, aber wir haben drei verschiedene Reifen. Naja gut, haben schon Schlimmeres erlebt. Ich sag mal so, er fährt immer noch besser als Bernd das Brot, ne. So, wir brauchen jetzt erstmal ganz viel davon und ich sehe schon, ey, die Magneten, die sind total beschissen rangesetzt. Ich guck mal eben, ob ich den hier vielleicht mal ganz nach vorne irgendwie machen kann. Moment, nein, geht leider nicht, hier oben vielleicht. Auch nicht, irgendwie wird das doch jetzt hier gehen, oder? Ich mach mal so, vielleicht, ob das irgendwas bringt, ich weiß es nicht. Hauptsache, es ist ein bisschen weiter vorne. Ja. Und dann müssen wir jetzt wirklich erstmal alles voll mit Magneten packen und dann wird effektiv eingesammelt, das ganze Zeug. Alter. Ja, ich muss hier eigentlich noch nicht so gut. Ist noch nicht so gut, aber ich hatte jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, weil mir halt ich habe nicht mehr so viele gelbe Bausteine, das ist vor allem mein Problem. Und deswegen konnte ich jetzt gar nicht so viel anders machen. Als ich es gerade gemacht habe. So gut, das muss jetzt erstmal so reichen. Ich mache mal die Rakete, mache ich aber mal wieder ran. Ich mache mal einfach mal hier oben. So. Und dann geht's wieder zurück ins Lager und wir müssen jetzt noch Smaragde einsammeln. Und dann haben wir erstmal ganz viele Magneten und dann können wir direkt schon loslegen. Und ich werde das auch, damit es ein bisschen interessanter ist und nicht die ganze Zeit nur einsammeln. Das ist ja dann doch nicht so spannend. Werde ich immer so Step by Step immer schon ein bisschen bauen, weiter sammeln, weiter bauen und so weiter. Das ist jetzt auch der Plan. So, das geben wir erstmal ab jetzt hier eben. Ich ein bisschen weit oben, der eine Magnet, ne? Ich mach mal hier so. Jetzt müssten die eigentlich eingesammelt werden, ich hoffe es zumindest. Ich mach das Ding mal hier hin. So, Moment, da müssen wir die jetzt erstmal weiterverarbeiten. Das habe ich sogar schon eingestellt. Wunderbar, wunderbar. So, dann gib mal bitte noch die vier Dinger hier ab. Ich hoffe, das klappt jetzt hier irgendwie. Jo, wunderbar, wunderbar. Und dann kann es auch schon weitergehen und jetzt noch Smaragde einsammeln. Grüne Steine, wo seid ihr? Grüne Steine, wo seid ihr? Und übrigens, weil mir so viele geschrieben haben, Beam, du bist in den Top 5 bei Google und so, ne? Ich hatte dazu schon mal was in Facebook geschrieben. Ich hatte da vor einer Woche oder so, hat Google das rausgehauen. Und hatte schon in Facebook dazu geschrieben, dass es bei mir, das ist genauso wie mit einem Zander-LP zum Beispiel, das ist einfach nur deswegen so, wie bei Zander-LP zum Beispiel, dass viele nach dem Fisch gesucht haben. Ich meine, es macht ja wenig Sinn, er hat glaube ich so 250.000 Abos oder 300.000, ich weiß es nicht, dass er da Platz 2 oder 3 ist. Das wird daran liegen, dass da viele zum Beispiel nach dem Fisch, also nach dem Zander gesucht haben, ne? Also nebenbei. Und genauso verhält sich das auch mit Beam. Ne? Beam ist einfach auch teilweise einfach ein englischer Begriff und da haben viele wahrscheinlich einfach nach dem englischen Wort Beam gesucht. Ich sage das jetzt hier nochmal, weil ich will mich ja nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Ich hatte das genauso auch schon letzte Woche in Facebook geschrieben. Das hat, glaube ich, so groß bin ich dann auch noch nicht. Oder auch wieder, Moment, scheiße, stecke ich hier fest gerade. So groß bin ich dann auch wieder nicht, dass so viele Leute nach mir suchen auf Google. Das liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass einfach viele dann nach Beam oder so gesucht haben. Also nach dem englischen Wort oder so, ich weiß es nicht. Ne? Müsste mal gucken, weil da gibt es auf Wikipedia gibt's einige Einträge für Beam.
Nicht mal über mich. Über mich gibt es keinen Wikipedia-Eintrag. Aber vielleicht wird das ja irgendwann mal was, ich weiß es nicht. Wollte ich euch nochmal ganz kurz erklärt haben, weil es hatten jetzt auch viele unter die letzte Terratech-Folge geschrieben. Hier Beam, Mr. Trashpack und so hat über dich berichtet. Der konnte sich ja auch nicht erklären, was ich da zu suchen habe. Und bei Zander hat er sich da irgendwas zusammengereimt. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da irre. Aber ich glaube, bei mir liegt es vor allem daran, an dem Begriff Beam halt, ne, an dem Wort. Und beim Zander liegt zum Beispiel daran, dass viele nach dem Fisch gesucht haben, wie sie zum Beispiel Zander, also den Fisch zubereiten können oder wie sie ihn angeln können, ich weiß es nicht. Das würde mehr Sinn machen, weil die Liste, ich meine, guck mal, den Sacharzar oder einen Ungespielt oder so, die müssten ja definitiv vor mir sein und auch vom Zander sein, ne? Das sind wir mal ganz ehrlich. Ich fand's aber witzig trotzdem, ich musste drüber schmunzeln. Ich kann da ja auch nichts dafür, wenn Google das so interpretiert, ne? Ich habe aber schon im Facebook, wie gesagt, dazu ein Statement abgegeben, was ich davon halte. Aber naja, gut, ich finde es auf jeden Fall witzig. Und trotzdem, danke für die Glückwünsche, aber schlussendlich, wie gesagt, ich will mich da nicht mit falschen Lorbeeren schmücken und deswegen erkläre ich euch das. Dass das wahrscheinlich nicht so viel mit mir zu tun hat. Witzig finde ich es halt trotzdem. So gut, Smart haben wir auch, wunderbar. Nimm, 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 nimm. Und jetzt muss ich mal noch ein bisschen Holz sammeln. Glaube ich, wäre eine ganz gute Idee, weil unser Nagel ist ultra ungeschützt. Wartet mal, ich mache mal eben den Baum hier weg. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mir mein Nagel weggeschossen wird. Also das wäre jetzt fatal. Ach, der Roboter, ey, der geht halt. Also den muss man mal gucken, dass wir irgendwie das Gewicht noch ein bisschen verlagern. Ich glaube, das wäre ganz cool. So, hier rein. Na gut, komm. Dass wir erstmal wieder ein Schutzschild haben, weil dieser Hypnose-Roboter da vorne, der lauert nämlich schon. Der lauert schon. So, habe ich das eingestellt, dass er aus Öl gemacht wird, aus dem Holz? Ja, habe ich. Also müsste eigentlich bald wieder ein Schutzschild da sein, ich hoffe zumindest. So, und währenddessen könnten wir aber schon mal die ersten Magneten jetzt herstellen. Ne? Und wie gesagt, dann können wir im großen Rahmen das Zeug einsammeln, was wir brauchen. Und dann können wir schon loslegen und Step by Step dann den Roboter sozusagen aufbauen. So, ich gucke gerade mal eben. Wir brauchen jetzt, habe ich denn das hier, habe ich das... So, Magneten, das hier wollen wir. Jo. Ist so ein bisschen problematisch, weil irgendwie fängt das Spiel auch immer mehr an zu ruckeln. Das hatten jetzt auch schon ein paar von euch reingeschrieben. Die Performance, also das ist anscheinend so, desto mehr man spielt, desto mehr schreibt sich das hier irgendwie voll oder so. Also selbst bei mir läuft es jetzt immer unflüssiger und unflüssiger und ich habe jetzt eigentlich einen relativ soliden Rechner noch. Ja, mal gucken, aber wie gesagt, es ist ja noch Beta. Ich hoffe nur, dass es jetzt irgendwann nicht so schlimm ist, dass ich nicht mehr ordentlich spielen kann. Das wäre irgendwie ärgerlich. So, mal gucken, die Magneten müssen wir jetzt aber irgendwie halbwegs ordentlich verteilen. Ich hau mal hier vorne noch welche ran. Es geht jetzt wirklich erstmal nur darum, dass wir jetzt hier effektiv einsammeln können. Mach ich mal hier noch einen hin. Ich hätte jetzt natürlich auch die ganz großen Magneten herstellen können, also diese gelben, aber da muss ich übelst Rohstoffe einsammeln. Und da brauchen wir vor allem auch diese Saphire, diese blauen Dinge. Jo, müssen wir noch irgendwie, ich mach das einfach mal, machen wir mal hier hin, irgendwo, wenn es irgendwie gehen würde, hier vielleicht, wunderbar. So, dann setze ich mal hier noch einen hin. Und dann müsste das eigentlich schon fast passen, dass wir jetzt ordentlich sammeln können. Ich breche das jetzt mal ab hier eben. Jo, dumm, dumm, dumm. Und dann machen wir das Ding, machen wir mal noch. Ja, das ist jetzt nicht so ordentlich, aber ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Das ist schon okay. So, dann werde ich mal ganz schnell noch die Bäume hier fällen, dass wir das Schutzschild jetzt weiter aufrechterhalten können, weil so viel Holz hatte ich jetzt ja noch nicht eingesammelt. Dum, dum, dum. Das geht ja schnell. Und dann werde ich jetzt gleich mal nachgucken, was wir jetzt brauchen, damit wir die ersten bunten Blöcke herstellen können. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir schön viele bunte Blöcke machen und die können wir dann schon mal zusammensetzen. Dum, 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 dum. So, das müsste eigentlich passen. Und jetzt schon... Jo. Also, als erstes würde ich ja gucken, wir brauchen, das ist dieses Plastikzeug und da brauchen wir, glaube ich, Öl dafür, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Für die Longblöcke brauchen wir dann zweimal Plastik, alles klar. Ich gucke schon mal, diese Flügel hätte ich dann auch gerne, da brauchen wir wieder Alamantia-Blöcke, so wie ich das sehe. Dann gucke ich mal für diese großen Reifen, ist das ein großer Reifen? Ich glaube ja, das ist ein großer Reifen gewesen. Moment, ich gehe mal ganz kurz hoch. Wir müssen dann auch mal noch die restlichen Rezepte kaufen. So, und dafür brauchen wir dann diese Gummiblöcke und Titos brauchen wir auch. Okay, das können wir aber... Oder wollen wir erst Titos sammeln? Ich glaube, ich sammle erst Titos, Leute. Wir gehen erstmal ein bisschen Titos sammeln, weil dann könnten wir dann gleich die Reifen erstmal herstellen. Und währenddessen werde ich, wenn ich Öl sehe, auch gleich noch ein bisschen Öl mitnehmen. Machen wir es einfach mal so, ne? So, das ist alles kein Öl, das ist Öl. Aber da steht doch gerade wieder so ein scheiß Hypnose-Roboter. Okay, jetzt verschwindet er, Gott sei Dank. Jo... Ja, fuck, jetzt nehme ich auch die ganzen Bäume mit, das wollte ich eigentlich nicht hier fahren. Es steuert sich halt nicht so optimal gerade. So.
Lass mal schon mal ein bisschen Öl haben. Hätten wir. Also Öl brauchen wir jetzt richtig, richtig viel. Ne? Einerseits auch noch um andere Sachen herzustellen, wo wir das in der Rohform brauchen. Andererseits aber auch, um das weiter zu verarbeiten zu Plastik, sodass wir dann die Blöcke herstellen können. So, jetzt muss ich irgendwo hier noch Titos einsammeln. Ich weiß es aber leider nicht, wo ich das idealerweise finde. Währenddessen können wir aber noch ein bisschen Öl mitnehmen. Wie gesagt, das brauchen wir eh. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal bunte Blöcke machen, was ja nicht so schlecht ist. So, ein bisschen was ist noch da. Ich mach's halt nochmal ein bisschen vorsichtiger. Vorsichtshalber. So, nimm. Ich glaube aber, das Titos, da muss ich dann in die andere Richtung fahren. Da muss ich, glaube ich, so hier ungefähr lang. Ich glaube, da war das überall gewesen. Müssen wir da mal gucken. Ich gebe das erstmal ganz schnell ab, was wir eben gesammelt haben. Und dann können wir das auch schon mal weiterverarbeiten, meinetwegen. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass das Lager jetzt wieder zu voll wird. Ne? Das wäre natürlich ärgerlich. Aber am besten, gib das erstmal ab, am besten irgendwie. Ich stelle mal eben ein, jo, dass wir das, dass wir zumindest die Smaragde wieder verticken, weil die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Emerald, hier haben wir es. So, das bitte verkaufen. Wunder, wunderbar. Machen wir gleich noch ein bisschen Geld, können wir gleich dann noch die neuen Rezepte kaufen. So schlecht ist das auf jeden Fall nicht. So, Öl haben wir jetzt auch ein bisschen, wunderbar. Könnte ich eigentlich auch schon mal weiterverarbeiten eigentlich. Weil wie gesagt, daraus müsste das Plastik werden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau das hier. Das machen wir jetzt. Jo, habe ich sogar schon eingestellt, sehe ich gerade. Okay. Och nö, jetzt ist hier wieder so ein scheiß Öltropfen bei der Weiterverarbeitung. Das ist jetzt ärgerlich. Okay, warte mal eben. Ich hoffe, dass sich das wieder weggeht jetzt, wenn ich so mache. Gott sei Dank, Leute. Okay. Oder auch nicht. Doch, doch, es ist weggegangen. Ey, ich muss jetzt erstmal dann doch schauen. Ey, das Lager ist schon wieder so unfassbar voll. Das ist unglaublich. Ich mach das mal weg jetzt hier eben. So, das wird weiterverarbeitet jetzt alles. Wunderbar. Dann werde ich jetzt schon mal ein paar Blöcke herstellen. Sicher, sicher. Ich mache jetzt schon mal ein paar Blöcke. Wir machen erstmal einen kleinen. Ich habe mir das jetzt eigentlich schon gut überlegt und dann machen wir jetzt weiter mit diesen großen Long-Dingern hier. So. Okay. So, das kann man erstmal hier hin. Wo habe ich denn meinen Kern? Meinen Kern habe ich hier hin gemacht. Deswegen kann ich jetzt auch einfach abnehmen hier und dann könnten wir eigentlich jetzt schon mal losbauen, rein theoretisch, dass wir zumindest schon mal die Form haben. Machen wir mal nach oben bitte. So, machen wir das mal hier ran. Eigentlich wollte ich jetzt, Moment, so hier. So, dann hier bitte einer ran, aber nicht so, sondern so hier, dass wir den erstmal umwandelt bekommen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. So. Sieht auch sehr, sehr stylisch aus, muss ich sagen, mit den bunten Blöcken. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier würde ich dann nochmal einen kleinen hinsetzen, wo das Loch ist. So, hier machen wir einen großen, machen wir hier hin. So, und ich teste das mal eben. Kann ich den jetzt einfach wieder rausnehmen und das hält dann auch, ne? Ich kann den jetzt einfach wieder hier ransetzen. Und dann bleibt das so hier, diese Form, das Muster, was wir gebaut haben. Das ist erstmal ganz cool, dass das so funktioniert, das gefällt mir doch. Ich wüsste gar nicht, ob ich den dann jetzt noch so viel größer dann machen wollte. Ich würde mal sagen, wir machen mal jetzt noch einen kleinen Block eben. Dann hätten wir erstmal eine kleine Form fertig. Wie ich das dann genau mache, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den dann noch größer mache oder nicht. Das muss ich mir dann noch überlegen. Ich könnte es ja schon mal ranbauen. Dann machen wir mal so hier. Hier noch ein kleiner ran. Und dann machen wir mal noch einen kleinen. Wenn wir einmal dabei sind. So. Und da sehe ich, wir haben schon wirklich einiges an Plastik. Also das ist schon ganz ordentlich eigentlich. So, und das jetzt bitte noch hier ran. So gut, also wir hätten dann schon mal so eine Art Basis, was ja nicht so verkehrt ist. So, das nehme ich jetzt erstmal wieder raus, denn wir wollen jetzt weiter sammeln. Ich wollte jetzt nämlich erstmal gucken, dass wir die Reifen kriegen und dafür brauchen wir Titos. Ich gucke nochmal vorsichtshalber, aber wir brauchen alles Titos-Zeug, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das sind die hier gewesen, oder? Ne, die hier waren das gewesen. Die hier. Da brauchen wir das Titos-Zeug. Das müsste das Titos sein. Okay, dann müssen wir mal in die Wüste fahren eben. Machen wir das mal. Und währenddessen Öl auf jeden Fall noch einsammeln. Ganz wichtig, brauchen wir unbedingt. Weil ich finde mal ja währenddessen auch noch welche neuen Teile oder so. Ich glaube, das ist schon wieder Kohle, ne? Auch wenn man, warum sieht dann das genauso aus wie Öl? Das hier ist Öl, ne? Das ist, ah, guck mal, da hinten leuchtet was. Okay, dann müssen wir dahin erstmal machen. Das ist Öl.
So, wunderbar. Hätten wir. Was ist denn das da hinten? Auf jeden Fall haben wir das noch nicht. Also wenn das leuchtet, dann haben wir es noch nicht. Ja, ich muss vorsichtig sein, weil ich habe jetzt keine Lust, dass mein Roboter kaputt geht. Wartet mal eben.